Nur noch so wenig übrig hier draußen. Die Gefallenen plündern alles leer. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp-Antrieb. Und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal überlebt. Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Destiny. Ich bin eure BMBK, wir sind hier stehen geblieben gestern. Oder im letzten Part. Und wie gesagt, ich habe mich auf Level 3 hochgearbeitet. Und zwar nur hier. Und ich wollte das euch das ersparen, weil das ging ein bisschen länger. Und was habe ich bekommen? Level 3. Und diesen Helm hier, der hat von 16 auf 20, das heißt, den können wir jetzt wegschmeißen. Das war's aber auch gleich. Und wir machen auch gleich weiter mit der Mission. Ich spiele ja für euch die Story bis Level 20 und nach Level 20 geht's erst richtig ab. Und dann spiele ich für euch die ganzen Parts. Und ich zeige einfach euch, was Destiny bietet. Und zwar in allen möglichen Umfang. Sei es die ganzen Matches und so weiter, sei es die Special, die Raids und so. Nur Leute, wenn ich die Raids aufnehme, dann wird es nichts mit 30 Minuten Parts. Also ich denke mal, das wird wirklich lang. Aber die teile ich dann auf 15 Minuten auf, dass dann so Parts entsteht. Ich weiß noch nicht, das schauen wir uns an und das können wir noch verhandeln dann. Ich finde Destiny auf jeden Fall geil. Und Leute, ganz kurz. Türe. Ach, fuck. Wie kann das jetzt passieren? Warte. So, jetzt kann es weitergehen. Kollege ist kommen, der wollte auch Destiny sehen. Und keine Ahnung, wo waren wir? Hier. Ich muss jetzt so ein Dings finden, weißt du? So Wrack. Das ist jetzt die Open World von Destiny. Also was heißt Open World? Du hast gewisse Planeten. Das ist jetzt Erde mit Old Russia. Und die spawnen sich halt immer wieder zurück. Das ist da, wo du dich leveln kannst. Und dann gibt es solche Dungeons, ob du alleine oder mit anderen Typen mitmachen musst. Das ist jetzt die Story. Auch ziemlich am Anfang, ich muss hier. Cool, eine Waffe, Scharfschützengewehr. So ein Schiff mit Hyperantrieb zusammenkriegen, dass ich auf dem Mond und so später auf andere Sachen gehen kann. Aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Das kenne ich halt noch alles von der Beta, weil das gleich war. Und siehst halt, die spawnen sich immer zurück. Da werden noch andere Typen da sein, die hier kämpfen. Gehe ich aber jetzt da runter, zu einem bestimmten Questbereich, bin ich meistens allein, aber manche Quests kann ich nur mit anderen Leuten spielen. Also 3 zu 3 oder 6 zu 0. Scheiße, verreckt gleich. Ah, fuck. Ja, fickt euch doch. Lass mich ja kurz heilen.
Ich finde halt bei Destiny, ich mag eigentlich. Ja, du hast einen. Ah, den mache ich so fertig. Komm her, komm her. Ein bisschen. So bei Shootern habe ich eigentlich immer Probleme, die zu treffen. Aber bei Destiny, das hat irgendwie so geile, weiche Steuerung. Also ich bin echt positiv überrascht von der Steuerung. Teilweise echt hart sind. Und das ist dann aufgebaut wie zum Teil wie so Final Fantasy, weißt, dich weiterzuentwickeln auf und deine Skills zu erweitern. Und online. Boah, fuck du Arsch. Und wo kommt sie jetzt? Ich spiele auch zugleich die Mission auch schwer, dass ich da gescheite Ausrüstung kriege, wenn ich was kriegen sollte. Achso, das ist eine Person, oder? Genau. Das ist ein Scharfschützengewehr, das ist viel cooler. Dann habe ich hier, glaube ich, noch das bekommen. Ist es besser? Na, das ist gleich. Sieht nur anders aus. Sieht nicht mal anders aus. Na doch, minimal. Ja. Nimm mal das. Ich kann schon wählen, also ich habe jetzt so ein Titan genommen, der sehr auf Ausrüstung und Nahkampf ist. Sonst, ich zeig's dir nachher mal, sonst hast du so einen Hunter, der so Kapuze hat und so ein Scheiß und so Messer und so wie Scharfschütze ist. Dann, mit dem habe ich in der Beta gespielt gehabt, war schon geil, aber ich wollte jetzt, nur den Titan habe ich noch nicht gespielt gehabt, den habe ich jetzt genommen. Einerseits bereue ich, ich habe keine Wurfmesser oder so, ich kann nur Nahkampf mit dem Faust hingehen. Mit dem Hunter hattest du halt ein Wurfmesser und dann gab es noch so einen, der so Psi-Sachen benutzen kann und so, weißt du. So. Mit dem habe ich auch gespielt gehabt, das ist ein Warlock dann. Oh, wo muss ich hin? Du kriegst zum Beispiel grüne Gegenstände und die kannst du dann weiterentwickeln, indem du mehr mit denen schießt oder benutzt. Die kriegen dann Weiterentwicklung, die sind dann hier in dem Menü dann so grün, weißt du, also hier im Hintergrund. Und dann gibt es noch ganz spezielle, glaube ich. Da bin ich aber noch sehr weit. Das Spiel geht bis Level 20. Und dann ist eigentlich der Charakterlevel so gesehen voll. Aber wenn du Level 20 und den Endgegner fertig hast, dann fängt dieses Spiel eigentlich erst recht an. Die ganzen Dinger. Also das ist eigentlich so gesehen die Pforte, dass das Spiel überhaupt richtig beginnt. Also so habe ich es verstanden. So soll es auch eigentlich sein. Werden wir testen. Und laut Entwickler sollen bis zu 10 Jahre immer neuer Nachschub kommen für das Spiel, dass du das eigentlich ewig lang spielen kannst. Ich kenn's halt vom Dings Final Fantasy Online 14, das hatte damals mit dem ersten Patch vor Jahren angefangen und da ist so viel nachgekommen, Story und so weiter, weißt du, an Erkundung, dass ich selber sehr lang daran gespielt habe. Und manche Leute, das seit 3, 4, 5 Jahren, wie lange das ist, noch immer spielen. Also das ist echt gefragt. Wird das nicht monatlich kosten, würde ich das auch spielen. Aber das kostet halt monatlich 11 Euro, das ist kacke. Also hier zahlt... Genau, und hier zahlst halt gar nichts, weißt du? Was ist gar nichts? Du zahlst das Spiel und das war's halt. Wo muss ich hin? Ich muss doch hier irgendwo hin? Ach scheiße, ich muss in die Richtung. Und für ein Online-Spiel hat es echt beachtliche Grafik, also für den Umfang, für die Größe. Das kriegst du ja normalerweise wegen dem Scheiß. Oh. Oh, fuck. Ja, klar. Letztens spiele ich Metro. Ich habe 5-mal versucht, eine blöde Granate zu werfen. Jedes Mal ist die Granate am Gerüst vor mir hängen geblieben. Ich habe mich echt... Und da waren so viele, ich wollte da nicht runter. Ich habe mich echt voll verarscht gefühlt. Und geschafft habe ich zum Schluss doch nicht. Ah, guck, das ist zum Beispiel auch einer, der das spielt. Könnten wir, wenn der Lust hätte, sogar zwei, eine Partie aufmachen oder so. Mach.
Mache ich aber erst heute mit einem Freund oder so, der online kommt um 6 Uhr. Und wir müssen hier hin. Genau da hoch, jetzt weiß ich es wieder. Die Dinger halt, wo du mit drei Leuten in der Partie spielst, die sind geil. Die gehen ein bisschen länger, aber die machen echt Spaß. Ja, komm schon. Direkt gleich. So ein Fuck. Hier zu verrecken ist nicht schlimm, wenn ich in einem so Dungeon oder so drin bin, also mitten in der Mission. Da scheiße. Vor allem die, wo du alleine spielst. Vom Endgegner oder so, dann darfst du das jedes Mal anfangen. Kurz alles aufsammeln. So, ich muss glauben. Ja, ja, also das wird vielleicht nur da, komm, schaff ich's? Ja. Machen wir ran, ist besser. Okay, da sind wir wieder. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Hoffentlich bist du bereit. Genau, das ist, wenn ich jetzt hier sterbe, muss ich jedes Mal hier anfangen und alle Gegner, also da kommen jetzt Riesenwellen. Da bin ich auch so oft gestorben, weil ich habe ja auch schwer genommen. Ich weiß jetzt daher nicht, ob das jetzt so intelligent war. Ja. Kann nicht. Ich habe nur eine gewisse Anzahl für eine gewisse Zeit. Ich muss das alles freischalten. Siehst du da unten links die Granate? Die muss ich erst aufladen. Ah, die Schwebedinger. Die sind ärgerlich. Wo bin ich eigentlich? Hier. Wow, 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 scheiße, komm her, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Jetzt habe ich alles getroffen, nur den nicht. Ja, fuck. Gut. Zum Beispiel hier könnten wir bei den Monsterwellen schon die Munition ausgehen, weil das Viech hier hinkommt. Das ist so gesehen der Endgegner jetzt. Und dabei auch sehr viele andere Gegner kommen werden. Ich mache den nach der alten Taktik, weil sonst verrecke ich hier oft. Wow. Ja. Das Problem ist, hier darf mir auch die Munition nicht ausgehen. Das ist der einzige Bereich, wo mir im ganzen Spiel in der Beta die Munition ausgegangen ist. Bevor ich aber auf den gehe, gehen wir mal ein bisschen auf den. Boah, fuck. Was ich aber machen kann, ist doch das, ja. Fuck, 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 fuck. Das Problem, da ich noch nichts fast freigeschaltet habe, bin ich auch sehr leichtes Kanonenfutter hier. Oh. Ja, komm schon. Keine Zeit, keine Zeit.
Wow, 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 jetzt verrecken wir blöd. Nur kurz warten, aber ich habe wenigstens noch eine Granate, die kann ich abwerfen. Oh, falsche. Ach Gott. Das war jetzt die blödest geworfene Granate wieder mal. Ich glaube, wäre ich in der Armee, müsste ich Granaten werfen. Wäre meine Bataillon im Arsch. Einschließlich ich selber. Ja. Also komm. Würde ich das jetzt auf normal spielen, wäre ja auch alles Leichen hier in der Nähe. Ja, klar. Komm, noch ein bisschen. Wow, 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 wow. Na, fuck, fuck. Ärgerlich ist so zu sterben, dann darfst du den ganzen Scheiß von vorne anfangen, weißt du das hier? Aber ich müsste irgendeinen guten Ausrüstungspart kriegen, wenn ich die hier jetzt schaffe, den. Zumindest ist meine Hoffnung, dass sonst hätte ich auf normal spielen. Vielleicht normal spielen können statt auf schwer. Alter, ich brauche Granate. Vergiss mal Granate, ich brauche Muni. Ja, okay, die haben wir jetzt. Heilung und Granate, ja. Wo ist denn der? Penner? Da. Jetzt hab ihn, jetzt hab ihn. Du Sachse. Alter, jetzt zu verrecken, das wäre hart. Den haben wir gar nicht gesehen. Puh. Du hast gerade einen Anfang erledigt. Das sind jetzt so spezial, hast du gesehen, das kodierte Entagramm, das muss ich beim Turm entkodieren lassen. Ich muss dich zum Sprecher bringen. Das sind dann so speziellere Stiefel bei dem. Ich könnte das jetzt wiederholen öfters mal, um neue Ausrüstungsgegenstände zu sammeln, aber das mache ich selber dann. Was haben wir bekommen alles? Eine Waffe, Schuhe. Okay. Und das eine zum Entkodieren. Na, meine Frau reißt mir den Arsch auf, wir haben schon gestern gesagt, ich habe jemanden das mal echt ausgeliehen gehabt, also nicht das. Und da ist, ich erzähl's dir nachher. Ich habe ihr versprochen gehabt, wenn ich die Sachen kaufe, dass ich das nicht mache. Die will das auch nicht, weil sei es mein Onkel, sei es mein Cousin auch nichts bekommen. Weil ich habe jemanden mal PS3 gegeben. Die habe ich zurückbekommen, die war dann defekt, dann hieß es, ja, ne, das war aber nicht. Dann habe ich die wegschmeißen können, musste eine neue kaufen und ich habe halt mit Frau dann gestritten gehabt. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Mutter. Gibt aber Angebot, mit wenn du, egal. Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun,
wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Das ist der Reisende, würde ich sagen. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir... Das viereckige, sechseckige, das Ding da, das sind Geister. Die muss ich halt zu Leben erwecken, weißt du? Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Ich würde sagen, die Mütter kämpfen auf und jenseits der Erde. Hey, der Reisende bin ich. Ich war tot. Der Geist hat mich am Anfang entweckt, weißt? Ich bin seit längerem tot gewesen, aber durch Reisende erwecken und so weiter. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich gegen das Ding kämpfe. Ich mache aber gleich Cut, weil das sind jetzt über 20 Minuten. Ich lasse das Ding nur durchlaufen und tu nur die Waffe encodieren hier gleich, dass sie das sehen, wie das ist. Das ist zum Beispiel der Turm. Da kehrst du immer zurück und von da an ist holst du deine Mission so gesehen, Hauptmission. Mond war ziemlich geil, aber das dauert noch, bis ich da das freischalte, bis ich dorthin gehen kann. Und weiß nicht, was soll es alles geben. Ich glaube Venus, Mars, die ganzen Planeten. Und du kannst bei jedem Planeten erkunden. Gehen wir jetzt mal zum Turm. Gerade habe ich halt nur Erde und Turm. Schauen wir mal, was wir bekommen haben. Also für ein Online-Spiel auf jeden Fall. Weil beim Online-Spiel musst du wegen dem ganzen Ping, weil die anderen, also wegen dem Ding, immer alles spartanisch gehalten werden. Aber das haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht. Schon Final Fantasy 14 hat mir gefallen gehabt. Als Online-Spiel. Aber das übertrifft es auf jeden Fall. Final Fantasy hat halt seine eigenen Vorzüge, muss man sagen. Also, das ist ein ganz anderes Spiel eigentlich auch, das man direkt so nicht vergleichen kann. Ja. Und ich habe ganz ehrlich hunderte Stunden bei Final Fantasy verbracht, muss man bei dem 14er, und bin es noch immer nicht durch. Aber irgendwann war es mir zu teuer. Dafür habe ich es halt gelassen. Da kann ich jetzt die eine Waffe kodieren lassen. Oder was heißt Waffe? Der Schuh? Das Ding hier? Ah toll. Wäre das jetzt grün gewesen, wäre das jetzt so Spezialdings gewesen. Naja, war aber nicht. Aber vielleicht auf jeden Fall besser. 12, 15, 16, aber erst Level 4, ich bin 3. Sonst Waffe, 26. Automatik 31, besser, den nehmen wir gleich. Impulsgewehr, ich mag den nicht, also den würde ich ungern nehmen. Der ist so ein bisschen blöd. Kurz gesagt, hat sich gelohnt, schwer zu spielen, und zum Beispiel die Aussicht und so, das sieht halt auch geil aus. Wenn du auf dem Mond siehst, siehst du die Erde, weißt du, und so ganze Scheiß. So Leute, wir machen hier mal Cut. Ich denke mal 25 Minuten ist ein guter Part. Und wir machen im nächsten Part mit der Geschichte weiter. Bis denne, haut's rein, euer BMBK.